Guten Morgen. Bei wolkenlosem Himmel auf dem ersten Teil vom Donauradweg. Ein paar Kilometer habe ich ja schon gestern gemacht, von Donaueschingen bis daher sind 10 Kilometer oder was. Ja, da habe ich geschlafen, da ist es meine Scheune. Und die Teile, Zelt und so weiter, habe ich jetzt da hergetragen auf die Seiten. Weil da die Sonne scheint, dann kann das ein bisschen abtrocknen. Ja, es war echt frisch heute, gell? Man ist summiert, dass man eigentlich gar nichts merkt, dass es kalt ist. Man wacht halt einfach irgendwann in der Früh auf. Und dann steht man auf und schaut, dass die Knochen wieder irgendwann einmal sich bewegen. So, jetzt packe ich zusammen und fahren wir weiter. Ja, die Nasen einschmieren ist immer ganz wichtig. Überall bei mir, der wird immer gleich mal ziemlich rot. So viel, gell? Ja, ja, muss ich die Hände einschmieren. Ich glaube, es wird ein schöner Tag. Geht alle abwärts. Es sind schon einige Hügel im Donautal. Das summiert sich schon über den Tag und zum Schluss dann da Richtung Munderkinging vom Obermachtal. Da ist schon sehr hügelig nochmal. Aber es ist erst zum Schluss. Jetzt muss ich wegen der Umleitung doch noch den Vulkan besteigen. Ja, dann schieben wir auf wieder, weil das ist ziemlich steil. Die Donauversickerung versickert wieder mal nicht. Aber ich blende euch einmal ein, wie das ausschaut, wenn es dann versickert ist, weil ich bin da schon vorbeigefahren, wo kein Wasser war. Mülheim an der Donau. Geht zwar ein bisschen bergauf, aber es zahlt sich aus, da rauffahren, weil da oben schaut es echt schön aus und hinten oben mache ich da näher ein Foto. Und da oben schaut es auch schön aus.
Jetzt beginnt das obere Donaudurchbruchstal, dieser Naturpark Obere Donau, glaube ich heißt das. Da geht es halt 37, 38 Kilometer nur durch die Natur bis Sigmaringen und dann kommen wieder eher so die weiteren Flächen. Ich stehe da jetzt im Kloster Inzighofen und es ist bald 4 Uhr und ich bin noch immer, noch nicht einmal in Sigmaring. Ja, weil ich die ganze Zeit gleich schaue und umeinander fotografiere und schön ist und nachher dort wieder sitze, weil es einfach so schön ist. Aber jetzt müssen wir wieder Gas geben.
Weiter geht's nach Sigmaringen. Wie ihr hinter mir sehen könnt, bin ich jetzt in Sigmaringen und weiter geht's. Ich muss Gas geben. Ich bin jetzt in Hundersingen. Ich glaube, jetzt müssen die langen Ärmel wieder anziehen bei den Hosen, weil sonst hätte man die Wadel noch mehr verbrannt. Es geht schnell, wenn die Sonne mal scheint, bin ich gar nicht gewohnt. Jetzt geht es wieder ziemlich flach dahin. Nachher zum Schluss kommen jetzt wieder ein paar Berghügel. So, ich stehe da oberhalb von Mundakingen auf dem Hügel, da muss ich jetzt runterrollen. Und dann habe ich noch, also insgesamt sind es glaube ich noch 6 Kilometer bis zu dem Bauer. Und da fahre ich jetzt hin. Bis gleich. So, jetzt stehe ich am Brunnen in Mundakingen, der Storch ist auch da. So, Ziel erreicht. Jetzt bin ich auf dem Biobauernhof vom Dieter. Der ist allerdings selber in der Musikprobe.
Jetzt muss ich mal Platz suchen. Ja, ich glaube, da unten hinter die Strohballen ist nicht so schlecht. Aber vor den Strohballen ist noch besser, weil da ist die Straßen. Der Straßenlärmweg, das werde ich machen, da wäre ich schlafen. Fast. So, ja, ich gehe jetzt schlafen. Was haben wir heute? 146 Kilometer. Ich habe mir gedacht, dass es mehr ist. Komisch. Aber ist ja genug. Und morgen fahren wir auch wieder den ganzen Tag. Bis Neuburg an der Donau. Wie viele Kilometer das sind, sage ich morgen in der Früh. Gute Nacht.